Und die weiteren Projekte, die am Freitag ihren großen Auftritt haben und auf Fördergelder hoffen, stellen wir Ihnen im Laufe der Woche vor. Bei mir im Studio ist jetzt Matthias Strolz, der frühere NEOS-Vorsitzende, ist Beirat der Mega-Bildungsstiftung und ist auch Mitglied in der Jury der Sendung. Guten Tag, Herr Strolz. Guten Tag. Danke für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung. Was ist denn die Bildungsmillion genau? Die Bildungsmillion ist eine Million, die wir jetzt zum zweiten Mal in die Hand nehmen als Mega-Bildungsstiftung. Die Mega-Bildungsstiftung wurde von der B&C Privatstiftung und der Berndorf Privatstiftung von zwei Industriegrößen ins Leben geholt, weil wir sagen, hey, die Bildung braucht auch Innovation, braucht Erneuerung, weil die Bildung ist ein Riesentanker. Da den Kurs zu ändern, ist gar nicht einfach. Und was wir machen können als Stiftung, kleine Schnellboote loszuschicken, die ein bisschen rempeln und sagen, hey, da habe ich eine Idee, willst du das übernehmen? Und heuer haben wir eine Million ausgesteckt für das Themengebiet Wirtschaftsbildung. Mhm. Letztes Jahr war es das Thema Chancenfairness. Konnten sich alle möglichen Menschen Initiativen bewerben. 137 haben sich beworben. Die Top 8 bekommen jetzt jeweils 50.000 Euro. Und gehen jetzt am Freitag ins Stechen. Das heißt, die werden ihr Projekt präsentieren. 50% Publikumsvoting, das ist gestern Abend 12 Uhr Mitternacht abgelaufen. Und die Hälfte die Fachjury. Und dann kriegen die Top 3 jeweils 200.000 Euro, um schneller wachsen zu können, um noch mehr Flügel zu heben. Also da wird es noch einmal spannend dann am Freitag. Nach welchen Projekten haben Sie da jetzt genau gesucht? Also wir wollten Projekte eben im Bereich Wirtschaftsbildung. Warum Wirtschaftsbildung? Weil wir sagen, und auch wissen aus Untersuchungen, dass Schulabgängerinnen zu wenig gut eigentlich aufs Leben vorbereitet sind in dem Bereich. Wir tun immer so, als wäre Wirtschaft nur für manche. Nein, wir alle sind Wirtschaft. Nicht? Erster Handyvertrag, Wirtschaft. Erster Mietvertrag, Wirtschaft. Kauf für ein E-Bike, das ist Wirtschaft. An jedem Eck muss ich ja auch Entscheidungen treffen, auch als junger Mensch. Wir wissen, dass zu viele junge Menschen bereits verschuldet sind, beispielsweise. Und deswegen sagen wir, legen wir nach im Bereich Wirtschaftsbildung, wenn ihr hier eine Initiative habt, wo ihr Menschen, junge Menschen stärkt, dass sie Wirtschaft erleben, besser verstehen, dann könnt ihr euch bewerben. Und sehr große Breite, 137 Projekte, ist gekommen. Das heißt, Wirtschaftskompetenz bedeuten genau diese kleinen Dinge auch für Sie? Ja, natürlich. Also ich erwarte jetzt nicht von jedem, dass er da irgendwo auf die Börse geht und sagt, ich bin da ein Börsenhändler. Ne? Das, ich verstehe es auch nicht, habe Wirtschaft studiert, ja, aber bemühe mich ab und zu. Es geht um die ganz banalen Dinge. Es kann nicht sein, dass wir irgendwie 9 Jahre oder 12 Jahre, 13 Jahre Schule haben und dann liegt vor uns ein Mietvertrag und wir sagen, Fremdsprache. Oder dann liegt vor uns einmal für viele Hunderttausende ein Heiselbauer-Vertrag. Früher, gell, bist du zu deinem Bankberater gegangen, da hat man sich gekannt, hast gewusst, soziale Kontrolle, der baut eh keinen Scheiß, nicht? Weil dann gehen wir besuchen. Das hat sich auch verändert. Die Dinge sind ein bisschen anonymer geworden. Wir müssen uns auch auf einen aufrechten Gang einstellen können, damit wir Ja sagen können und Nein sagen können. Wenn wir dazu nicht imstande sind, werden wir übertöpelt an vielen Ecken. Und haben Sie einen Favoriten? Gibt es ein Projekt, das Sie besonders beeindruckt hat, wenn Sie das schon verraten dürfen? Ich bin gestern einmal durchgegangen auf der Sonntagscouch, die Projekte, die 8, die sind alle großartig, so viel beherzte Menschen. Das ist insgesamt im Bildungsbereich. Ja, wir jammern oft, dass halt zu wenig passiert an Erneuerung, aber es gibt auch so viel beherzte Pädagogen, es gibt so viel beherzte Eltern, Jugendliche. Ja, ich habe meine Spitzenreiter, aber ich darf es nicht sagen, ich bin Jury und will da auch ein Stück weit unbefangen bleiben noch für die Präsentation an der 8. Also 20.15 Uhr ORF3 am Freitag. Ich freue mich. Das ist ein echtes Fest und ein kleines Feuerwerk an tollen Ideen. Und ja, ich sage, das ist Flügelheben im großen Stil eben. Da werden wir dann die Projekte noch mal genauer sehen. Mhm. Kommen wir zu den Schülerinnen und Schülern noch mal. Die haben jetzt 1,5 harte Jahre hinter sich. Ja. Da ist natürlich das Thema Digitalisierung ein sehr großes gewesen. Man hat gesehen, da gibt es noch Handlungsbedarf. Hat man da in den letzten Jahren etwas versäumt? Ja, sicherlich. Also wir sind jetzt nicht die Vorreiter. Das liegt auf der Hand. Also es gibt südamerikanische Staaten, Uruguay oder Paraguay, ich verwechsel die zwei immer, aber die haben 2009 schon gesagt, ein Laptop pro Kind.
Jetzt ist mit Laptop alleine nicht getan. Aber es kommt jetzt im Herbst das Ausrollen von Laptops für 2 Jahrgänge in Österreich. Wir müssen uns viel mehr auseinandersetzen, auch mit digitalem Medienkonsum, wenn wir wissen, dass 15-Jährige vor Corona durchschnittlich, je nach Statistik, 4 bis 5 Stunden am Handy waren. Mit Corona sind alle Dämme gebrochen. Also ich selber drei Mädels haben wir daheim. Du hast all deine Regeln über Bord geworfen. Forget it. Ne? Also du bist, es war in vielen Haushalten wahrscheinlich ein Streitpunkt, aber keiner hat diesen Damm halten können, weil sie auch gute Argumente hatten. Ich muss meine Hausaufgaben dort machen, ich muss Homeschooling und so weiter. Wir sind mittlerweile je nach Schätzung bei 8 bis 11 Stunden pro Tag bei Teenagern, Handykonsum. Soll keiner kommen und sagen, das ist gesund. Wir haben hier eine Kulturtechnik, die ist rasch über uns hereingebrochen. Oder ein Kulturtechnik ist es noch nicht, sondern wir haben eine technologische Möglichkeit, die kam über Nacht. Und wir sind nicht reif genug. Auch wir Erwachsenen, ja, auch unser Medienkonsum ist ja mitunter hinterfragenswert. Das heißt, wir brauchen digitale Grundkompetenzen. Da geht es ums Bedienen, ums Verstehen von Geräten, aber auch um ein kritisches Denken. Das ist ganz wichtig. Also wie kann ich Fake News von einer verlässlichen Quelle unterscheiden? Also auch hier eine Grundkompetenz, genauso wie riesig. Im Wirtschaftsbereich. Ja, also wie lesen, wie schreiben, wie rechnen, muss das 2021 aufwärts eine Grundkulturtechnik der Menschen sein. Und da haben wir großen Aufholbedarf. Und ich glaube aber auch, dass Fassmann, also Bundesminister Fassmann und sein Team, das grundsätzlich erkannt haben. Und ich glaube auch, dass die jungen Leute ja wahnsinnigen Sprung gemacht haben. Also es war vieles Elend in dem Jahr in Sachen. Aber sie haben auch etwas gelernt. Natürlich haben wir gelernt, unter Druck gelernt. Ja. Viele sprechen aber jetzt auch von einer verlorenen Generation. Wie sehen Sie das als Experte und auch als Vater? Kann man das so sagen oder sehen Sie das anders? Nein, da weigere ich mich, das so zu sehen, weil das, also das sagen zu Recht andere Generationen. Hallo, wir hatten keine Ahnung, wir hatten Kriegsjahre, aus uns ist auch was geworden. Natürlich waren das wilde Verwerfungen, Corona. Und natürlich ist voller Betroffenheit zu sehen, wie viel Kinder und Jugendliche in die Depression gegangen sind. Das hätten wir nicht für möglich gehalten. Wir haben gedacht, das junge Leben ist da ein bisschen widerspenstiger oder auch resilienter, widerstandsfähiger. Nein, die jungen Menschen brauchen die Sozialkontakte. Und zwar wahrscheinlich dringender als mein Alter oder ihr Alter. Das hat vielen extrem wehgetan. Auch das Lernen ist ganz wesentlich eine Beziehungsveranstaltung und nicht nur eine Aufnahme von Wissen aus Buchstaben und Zahlen. Also ja, es gibt viel aufzuholen. Manchen ist es einfach nicht gut gegangen und ich hoffe, auch die Angst war ganz dominant im Raum und es gibt viel auch sensible Menschen, auch bei den Jungen, denen ist es durchgefallen und das hat was mit denen gemacht. Also wir haben viel auch genau hinzuschauen in den kommenden Monaten, Jahren. Gibt es einiges zu tun? Absolut. Eine Frage muss ich jetzt noch zur politischen Situation stellen. Da kommen ja beinahe täglich Chatnachrichten zutage. Das zeigt ein nicht so positives Sittenbild. Was müsste Ihrer Meinung nach die Politik jetzt tun, um das Vertrauen von der Bevölkerung wiederzuerlangen? Das ist von bis. Ich glaube, da gibt es nicht das eine Patentrezept. Ja, aber der Karren ist schon ziemlich im Dreck. Das muss man einfach auch objektiv so erstens einmal akzeptieren. Nicht? Also wenn ich einen Zustand ändern will, muss ich zuerst einmal akzeptieren den Status quo. Also ich hoffe, dass es schon sämtliche Parteien und Politikerinnen so sehen, dass sie sagen, wir sind an einem Punkt, wir sollten die Spirale nach unten nicht weiter bedienen. Weil das ist, da vertreibst du den Letzten aus der Veranstaltung. Ich glaube, es braucht Politik Wertschätzung, es braucht Authentizität. Also ich leide schon auch wie ein Hund unter dem Umstand, dass einfach das erfolgreichste Politikmodell im Moment international die Kombination von kaltschnäuziger Lüge mit extrem viel Geld und Professionalität und einer ganz dumpfen Identitätspolitik ist. Ja? Und jetzt sage ich, ja, Heimat halte ich für wichtig. Jetzt sage ich, die Lüge hat immer zu Menschen dazugehört. Aber diese kaltschnäuzige Kombination, die ist neu. Ich hoffe, dass wir die zurückdrängen können. Da sind auch die Bürgerinnen und Bürger gefordert. Der wichtigste Job in der Demokratie, das sind nicht die Politiker, das sind wir, Bürgerinnen und Bürger. Also, wir haben es alle ein bisschen gemeinsam in der Hand, habe ich das Gefühl. Und nicht nur die da oben. Das ist ein schönes Schlusswort. Mhm.
Wir sehen uns wieder Freitag, 20.15 Uhr. Ja, freue mich sehr. Und dann schauen wir, welche drei wir hier in ein großes Wachstum schicken können. Ja. Vielen Dank für den Besuch im Studio, Matthias Strolz. Ja, danke Ihnen für die Einladung.